Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Rings of Liberty. Ja, bis jetzt lief es ja ganz gut. Ich weiß gar nicht, haben wir das letzte Mal hier überall durchgeguckt? Ich meine nicht. Wir gucken einfach mal rein. Donny Vermillion meldet sich live für UNM. Heute Abend werden wir uns mit der berüchtigten Königin der Klingen beschäftigen. Wissenschaftler und Militärexperten spekulieren schon seit geraumer Zeit darüber, ob diese mysteriöse Außerirdische nicht in Wirklichkeit ein verseuchter Mensch sein könnte. Allerdings, Donny, kann es sein, dass in der Anführerin der Zerg ein menschliches Herz schlägt? Was noch wichtiger ist, Kate, bedeutet das, dass eine Art Bündnis zwischen Zerg und Terranen möglich sein könnte? Donny, es gab bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass Menschen, die verseucht worden sind, ihren freien Willen behalten. Ein gutes Argument, Kate. Dann muss die Frage wohl eher lauten, wie können wir sie töten? Ja, ich glaube, darüber sind wir uns wohl einig. Wenn die Menschheit überleben will, muss die Königin der Klingen ausgeschaltet werden. Auch kann der Zettel nicht, aber nicht auf Bildschirm schießen. Naja, die Königin der Klingen. Ich dachte, das hätte ich auf Massara zurückgelassen. Wie zum... Tychus, du kannst es einfach nicht lassen, was? Die Marke. Und 150.000 Credits. Deine Möbius-Kumpels zufällig mal erwähnt, dass die Königin der Klingen auch hinter diesen Artefakten her ist? Hey, die geben mir nur die Mission, okay? Und wo liegt überhaupt das Problem? Wenn wir dieses Miststück umlegen, tun wir damit auch allen einen Gefallen. Ich dachte, dir kommt's nur auf das Geld an, Tychus. Sprich doch nichts dagegen, dass ich der Menschheit was Gutes tue und dafür sogar bezahlt werde. Genau. Ja, so sieht's aus. Söldner. Hier bist du genau richtig. Ah, meine Nase. Achso, ja, genau, hier waren wir ja mal. Ja, nee, jetzt nicht. Hat man ja irgendwie schon mal. Okay, hier können wir Spielchen spielen. Machen wir jetzt nicht. Ein anderen Mal vielleicht. Gucken wir mal im Arsenal, was da so alles gibt. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Knete. So. Mal gucken. So, mit den Bunkern war ich ja soweit zufrieden. Was ist das? Simpex, eine mögliche Verwendung. Ja, wirkt sich auf jeden Fall. Aha. Marauder. Hat 25 Trefferpunkte. Angriff. Aha, okay. 70 und 90 Treffer. Ja, na klar. Das finde ich wichtig. Sanitäter benötigen keinen Tech-Labor mehr. Ich denke mal, das werden wir erstmal machen. So, dann haben wir immer noch Knete für was anderes. Schockmunition. Knete für... Ja, Basis. Ich weiß noch nicht, ob das irgendwie... Vielleicht warten wir auch einfach noch ein bisschen. Da, in die Brücke. So. Alles in Ordnung, Sir? Nach all den Jahren wieder auf Kerrigan zu treffen. Wir müssen sie aufhalten, Matt. Egal, was sie im Schilde führt. Nun,
Wir haben ihr heute einen Rückschlag verpasst. Die Artefakte sind ihr offensichtlich wichtig. Ich wünschte nur, wir wüssten weshalb. Ja, das finden wir jetzt vielleicht bald heraus. Ja. Klangkarte. Planetenauswahl. Alle Schiffe, die diese Übertragung empfangen, die Zerg überfallen Adria. Die Liga genau, das war ja das, was wir letztes Mal auch zu Hause hatten und hat Stöhne oder drei. Auf Achse und knapp bei Kasse. Der Planet. Kümmern wir uns erstmal hier drum. Kolonie evakuieren. Und ja. Feuerfresser. Spezialisiert mit Flammenwerfern ausgerüsteter Anti-Infanterie-Einheit. Okay. Empfange Übertragung. Ich danke Ihnen tausendmal, dass Sie auf unseren Hilferuf geantwortet haben, Commander. Ich bin Dr. Ariel Hansen und ich vertrete die Menschen der Agria-Kolonie. Schön, Sie kennenzulernen, Doc. Nennen Sie mich einfach Jim. Wie ist die Lage? Die Zerg haben unsere planetaren Verteidigungsanlagen vernichtet. Die Kolonie ist verloren. Während der letzten 12 Stunden war es uns noch möglich, Menschen zum nächstgelegenen Raumhafen zu evakuieren. Aber die Angriffe der Zerg sind mittlerweile so heftig, dass wir niemanden mehr durchbekommen. Wenn Sie und Ihre Leute die Straße sichern, dann können wir damit beginnen, alle paar Minuten die restlichen Flüchtlingsgruppen loszuschicken. Keine Sorge, Doc. Wir bringen Ihre Leute in einem Stück zu diesem Raumhafen. Ich bete, dass Sie recht haben, Commander. Die Zerg sind schrecklicher, als ich mir je hätte vorstellen können. Ja, bleib geschmeidig. Läuft. Jetzt sind wir da, jetzt machen wir das. So, 3 Zack-Artefakte können wir sammeln. Das werden wir natürlich auch tun oder versuchen. Und ja, alles Mögliche, was es da halt noch so gibt, werden wir natürlich auch mitnehmen. Da ist ja hier keine dritte Partei gibt, die ich unnötig penetrieren kann, sollte das auch kein Problem sein. Nein, ich war das letzte Mal nur ein bisschen gucken. So, naja, dann, okay, Maustaste zählt nicht. Ja, haben wir nicht. Echt jetzt? Nur diese 4 Einheiten? Wir haben uns ein paar Feuerfresser organisiert, Cowboy. Wie habe ich mich denn das letzte Mal über die Karte bewegt? Können wir den Zerg ordentlich einheizen? Können wir den Zerg ordentlich einheizen? Einheizen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Aber oh, nicht gerade die Reichweite, die Jungs. Das ist jetzt nicht gerade, ne? So. Gab es denn hier irgendwas? Ja, da gibt es. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, unsere Verbündeten müssen jetzt mal warten. Da sind Ressourcen. Die müssen. Ich bin Feuer und Flamme. Feuer und Flamme. Los geht's. Ich will so cool. Verbrannte Erde. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, fand ich mal. Sind ja unterwegs. Zeit für Grillwürstchen. Oh, er grillt Zerkchen. Wo brennt's? Na da. Na da. Moment. Gott sei Dank, dass Sie hier sind. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über die Hauptgebäude, damit Sie uns bei der Evakuierung der Kolonie helfen können. Ah, tut mir leid. Immer in der Aufnahme fängt meine Nase an irgendwie zu spacken, ey. Ich weiß auch nicht. So, das ist jetzt hier so eure Verteidigungslinie und das ist unsers, okay. Alter, meine Nase, ne? Ich würde hier ein bisschen abhacken. Ne? Eskortieren Sie Kolonisten, 250 Kolonisten sind das, okay. So, 3 WBFs. Und,
So, machen wir mal. Wir müssen die Konvois den ganzen Weg zum Raumhafen begleiten. Was kosten die? Haben Sie keine Chance, diesen Planeten rechtzeitig zu verlassen. Der erste Konvoi wird im Feuerteufel. Next Lux Crossing verlassen. Feuerteufel. Jetzt mal. WBF war einsatzbereit. So. WBF bereit. Juhu. Na siehst du, das neckt doch mal am motivierter arbeitsbereit. Schafft jemand, der sich über Überstunden freut. Das ist doch super. Aber macht mal langsam, Leute. Ich hab. WBF einsatzbereit. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ne? Wisst ihr. Hier muss ich mal einen Teil da reinschicken. Benötige weitere Depots. Ach ja, das übliche Problem. WBF bereit. So, WBF. Du kannst. Jetzt dumm? Ja, bin ich. Nicht anhalten! Für nichts und niemand! Los geht's! Ich müsste jetzt unbedingt da loslaufen. Oh, toll. Was wichtig ist? Benötigt nicht genügend Mineralien. Ja. Wenn wir die mal begleiten, kann man auch gleichzeitig. Nehmen wir mit der Ruhe. Gleich. Erstmal Mineralien-Container. Sicher. Selbstverständlich. Roger. Ja. Wird gemacht. Ihr folgt denn? Da hatte jemand den richtigen Riecher, Bunker zur Verteidigung der Straßen einzurichten. Aber warum sind sie leer? Die Liga hat sie in dem Moment aufgegeben, als die Zerg angegriffen haben. Das Schicksal der Kolonie hat sie nicht weiter gekümmert. Tut mir leid, das zu hören, Doc. Wenigstens sind die Bunker gut positioniert. Ich sehe zu, dass sie bemannt werden. Ach so, wir sehen jetzt zu, dass sie bemannt werden. So sieht's aus. Feuer gefällig. Ja, okay. Sorgen wir mal für Bemannung. WBF einsatzbereit. Nicht genügend Mineralien. Ja, nicht genügend Mineralien. Deine Mutter hat auch keine Mineralien. Apropos Mineralien. Machen, Jungs. Guck mal da. Auch gleich nochmal investieren. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, unsere Verbündeten müssen jetzt mal ganz kurz warten. Gott, das ist ja hier eine richtige. Der Konvoi ist in Gefahr. Oh auf die Jungs! Aufgeregt. Ich trau mich dir. Wie sieht's denn aus? Oh, ja, naja, gut, dann müssen wir jetzt erstmal hin. Roger! Ey, was machst du denn da? Mal auf damit, das ist eklig. WBF einsatzbereit. Abmarschbereit. Stopp betagt. Button. Verstanden. Multitasking-Talent war aber auch mal besser. Achso, wir sammeln uns hier mittlerweile. Gut, das wusste was ich nicht. Wichtiert? Was liegt an? Eigenerschreck! Was nicht passt, passt durchgeladen und entsichert! So, was brauchen wir noch? Ist ein weiter Weg zum Raumhafen, Partner. Wie sollen wir den komplett überwachen? Wir können die Route mit mobilen Truppen freihalten oder mehr Bunker bauen, um die Zugänge zu blockieren. Sollte beides funktionieren. Moment. DBF bereit. Wahnsinn! So, eine Zerg. Weitere Zergforschung. Ist hier noch was? Dann werden wir den da mal wegmachen, der verseucht ja alles hier. Das ist ja eklig. So, hier ist jetzt nochmal ein Bunker. Okay. Brauchen wir.
uns hier drum kümmern. Was nicht passt, wird passen. Dann. Der nächste Konvoi ist gleich bereit zum Aufbruch, Commander. Bitte sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Was macht das denn hier? So, durch diese 250, ja, ich glaube jetzt noch nicht. Müssen wir schon? Ne, noch nicht. Ich baue mal da hinten, ne? WWFs. So. Verstanden. Kann man hier erstmal ein bisschen weiter gucken. Aber sicher. Da ist ja nichts. Immer mit der Ruhe. Sieht so eine Zeit los, aus, 15 Minuten, darf ich auch nicht vergessen. Dachte ich mir. Kann's kaum noch erwarten. Oh, okay, da ist ein bisschen mehr. Dann werden wir ein bisschen mehr Einheiten brauchen. Auf zum Raumhafen! Los, Bewegung! Was haben wir denn hier? Hier komm ich! Interessant. Jawohl! BBF einsatzbereit! Alter, haben die da oben jetzt ernsthaft so... Geht klar! Ei, ei, Sir! Wird gemacht! Sicher! Losgeladen und entsichern! Schick lieber ein paar Leichen weg! Ihr seid durch? Begleitet die mal. Abmarschbereit. So, Forschungszeugs haben wir gesammelt. Befehle erhalten. Ah. Uncool. Okay. Jetzt ein bisschen hart überrannt worden. Naja, offensichtlich brennt's hier. Los, das mal ein bisschen... Hier komm ich! So, warum nicht? Ei, Sir! Freu mich schon drauf! Befehle erhalten! Vorsichtig! Aber sicher. Verstanden. Immer mit der Ruhe. Basis wird angegriffen. Geht drauf. Ah, ich dachte, unsere Bunker haben lange überlebt. Jawohl. Selbstverständlich. Ah, kein Ding. Oh Gott, ein Regie, ey. Warte. Das war ganz ehrlich, das toll gemacht. Den Aufbruch. Kolonisten werden angegriffen. Wir müssen sie retten. Wie schmeckt euch das? So, wir müssen jetzt hier mal irgendwie erlaubt, das... Genau, das brauchen wir jetzt mal. Eigen erschreckt! Komm hier. Was liegt an? Was wichtig hat? Ja, was sehr wichtig. Nur zu. Einen bräuchte ich denn so erstmal noch. So. Button! Aus der Bahn! So, brauchen wir erstmal... Yep. Weitere Dings. Du gehst mal bitte weiter voraus. Und da ist noch so ein... Lassen wir es krachen! So eine Versorgung. Fertiggestellt. Erweiterung fertiggestellt. Ja gut, dann... mach mal. So, hier steht da noch, okay. Selbstverständlich! Da ist kein Sani mehr, das ist natürlich doof. Gut, dann verteidigt erstmal hier die Position. Kabum, Baby! Kabum, Baby. Durchgeladen und entsichert! Okay, sehr gut, das ist halt mal ein Anfang. Schlechte Neuigkeiten? Ja. Commander, ein weiterer Konvoi macht sich gleich auf den Weg. Ein
jetzt macht man nicht so schnell. Einfach Bescheid geben. Es geht los. Worauf soll ich ballern, Sir? Positiv. Los, los, los! Zack. Theoretisch kann man noch einen Raketenkuhm. Ich bin schon unterwegs. Kommt noch was? Dahin. Was nicht passt, wird passend gemacht. Bitte noch mal ein paar Dings. Von mir aus. Lasst uns hier nicht zurück! Worauf soll ich ballern, Sir? Ja, das sind Dings. Seht müssen hier alles alleine machen. Was? Sicher. Standen die sich gegenseitig im Weg ernsthaft? Oh, warum sind denn da auch Dings? Super funktioniert 1A. Miep, miep. Durchgeladen und entsichert. So, Atmosphäre. Kann kaum noch erwarten. Okay, wir werden mal so in der Form erstmal begleiten. Folgt erstmal ein bisschen. Alter, ey, die kriegen ganz schön hart auf den Sack. Alter, wie schnell ging das jetzt? Was machen Sie denn da? Ja, ich weiß nicht, was ich da mache. Das sieht jetzt nicht so optimistisch aus. Das ist echt nicht gut. Die Zerg sind durchgebrochen. Macht sie platt. Die. Geht klar. Okay, die sind nicht so wichtig. Jawohl. Da sollte jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Macht sie alle. Alter, ey, jetzt muss ich unbedingt mal Verstärkung runter. Los, los, los. Ihr seid jetzt die Verstärkung. Erstmal hier hin. Ihr kommt derweil auch erstmal zurück. Selbstverständlich dann. So. Aber sicher. Ja, ja. Sie sind der Boss. Weil hier könnte man erstmal auch noch einen Bunker machen. Sir, wir haben gerade Zerg-Organismen geortet, die in die obere Atmosphäre eindringen. Ich habe keine genauen Positionsdaten, aber sie sind auf dem Weg zu ihnen. Nee, jetzt finde ich jetzt echt nicht okay. Das können wir so nicht angehen. Oh, ja, Einheit. Abmarsch bereit! Okay. Was nicht passt, wird passend gemacht. Du unterstützt jetzt mal da unten. Juhu! Jetzt geht's rund! Kann's kaum noch erwarten! Wow, Eigen erschreckt! Hier komm ich! Ein weiterer Konvoi benötigt Geleitschutz, Commander. Ja, gleich. Durchgeladen und entsichert. Darf sonst noch was sein? Worauf soll ich ballern? So, der Part ist schon lange vorbei. Ich muss
Ah, okay. So, 25 Minuten, schon überzogen, what the fuck. Ich bin noch etwas überfordert. Samstagmorgen, Freitagmorgen und ich bin noch überhaupt nicht wach. Man merkt's mir an. Ja, egal. Nächste Folge geht's weiter. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ruhig mir ein paar Kommentare da, vor allem wie inkompetent ich mich anstelle. Und dann, ja, dann hoffe ich, ihr seid im nächsten Part auch wieder mit dabei, wenn es wieder heißt StarCraft 2 mit mir, dem Steve. Haut da rein. Au revoir. Hallo und herzlich willkommen.